Hallo und willkommen zurück bei der Pummelrunde. Wir spielen wieder Pixel Piracy und wir sind auf der Weltkarte, denn wir wollen einen Schatz finden. Ja, das Schatz, hier haben wir das X für den Schatz, da noch ein, da noch ein. Und wir wollen uns aber, also ich will mir auf jeden Fall jetzt angucken, was das hier für dieser Viking, was die für Schiffe haben. Also die Sunlander, die sind ja irgendwie so asiatisch, so Junkenmäßig. Viking, das hört sich irgendwie so wikingerhaft an. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt so nordisch geprägte Schiffe sind oder sowas. Ich bin jetzt total gespannt. Total. So. Wir haben jetzt ja auch schon eine Reihe Piraten hier auf dem auf Bord. So. Das wird ein bisschen wuselig. Ich finde das immer toll, wie die da so rumwuseln. So, und kurz bevor wir da ankommen, gerade nochmal durchgehen. Ne, bis jetzt ist nur hier einer aufgestiegen. Hier, der trainiert. Der trainiert, glaube ich, auch oder so. Ja, mal schauen. So. Ich wollte das Teleskop umsetzen. Ja. Gut. Ja, das sieht mir so aus hier. So blonde Haare, Bärte. Das, ja, Vikings. Allerdings, ich finde diese Holzblöcke irgendwie so langweilig. Da fliegt eine Kanonenkugel. Was war das für ein Schuss? Wir müssen hier dringend einen neuen Kanonier anheuern. Oder ihm einfach die Angel wegnehmen. Der ist irgendwie Teilzeit beschäftigt. So. Lalalala. Alle hier vorne hin und nicht schon wieder weglaufen. Auf keinen Fall weglaufen. Bleib doch mal hier. Das ist schwerer zu kontrollieren als ein Sack voller Flöhe. Stürmt das Schiff. Da. So. Nicht noch eine Kugel. Ich sag doch. Also unser toller, so. Die restlichen Leute bitte wieder an Bord. So. Da. Da ist noch was Schatztechnisches und das war's auch wieder. So. Zurück aufs Schiffchen. Los. Hobbel die Hobbel. Ich muss mich dran erinnern, ich muss allen meinen Leuten noch irgendwie dieses schnelle Bewegen, Speedrunning oder was auch immer geben. So, World Map. So. Hier, den hätten wir. Achso. Blomp. So, World Map. Wo wollten wir hin? Wir wollten hier die Insel, dann die Stadt und dann da Ausgrabung. Genau. So machen wir das. Make it so, sagte Captain. So. Lalalala. Schöner Wind. Wir brauchen auf jeden Fall für die ganzen Leute auch noch dieses Reinlichkeitstraining. So, Passive Item. Was haben wir denn hier? So, Swimming. Oh, Swimming auf jeden Fall. Fast Learner, der hängt ein bisschen zurück. So, hier, der kriegt auch Fast Learner. Sailing. Ja, wir müssen hier so ein bisschen loswerden. Fast Learner, Combat Evasions, Sailing, Falcon Dance, ja. Und Treasure Hunt, keine Ahnung. Die Dinger sind ja jetzt auch nicht so nützlich. Also, außer wenn ich sie habe, wenn ich das so richtig verstehe. Also bei den meisten Skills, die man so kaufen kann, bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren, ob sie auch was bringen, wenn sie andere Leute auf dem Schiff haben. So. Aha. Mhm. Ja. Ah, da kommt einer. Und. Ja. Da kommt einer. Wir warten einfach ab. Der kommt. So. So. Das wird ihm eine Lehre sein. Oh, jetzt kommen die auch noch. Da. Super. So. Ja, die kommen jetzt auch noch. Ja, ist ja eigentlich ganz in Ordnung. Jetzt brauchen wir uns hier um gar nichts zu kümmern. Wir bleiben einfach hier stehen. So. Kann ich total toll damit leben. So,
Könnten wir alle mal da hingehen, weil ich befürchte, da kommen wieder dann so Tribal-Typen. So. Ah. Was war das? Ist now Level 7. Ach ja. So. Mal gucken. So. Okay. Hier. Ah ne. Da haben wir ja noch was. So. Hier einmal die Schatztruhe. Und jetzt alle einmal hier versammeln, weil. Ja, ich wusste es auch. Böse, böse Ureinwohner, die uns angreifen. Also nicht, dass sie böse wären, bloß sie greifen uns an. Also, hier, macht das mal kaputt. So, alle hier aufs Schiff. Ach ja. So, das wäre es auch wieder. So. Ah. So. Leiche ist auch entsorgt. Noch eine Leiche entsorgt. So, auf die Weltkarte. So, dann fahren wir jetzt zur nächsten Städtchen. Zum nächsten Städtchen. So. Ja. Okay, wir haben insgesamt 13. Okay. Wir haben genügend Essen. Ja, ich denke, wir sind gut dabei. So, was haben wir hier? Waffen, Essen. Keine Taverne. Ja, gut, okay. Gibt es auch keinen Grund für meine Mannschaft da runter zu gehen? So, dann müssen die auch nicht wieder. So, Sell. Mini Throwing Dagger, Mini Pistol, Rock, 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 Blade. Also die Mini Pistols behalte ich mal, damit rüste ich jetzt gleich mal unsere neuen aus. So, Sell. Wieder mal. Alle Fische verkaufen. Nehmen wir hier nochmal Zitrus, Wassermelone, Rum, Rum, Früchtchen. So. Guts. Was haben wir denn hier? Picture Island, Picture Blood, Hanging Blue Mat. Ah, hier. So. Ja, Guard Post. Cow Bucket. Toys. Lamb. Chicken Nest. Okay, Hanging Map. Ja. Ja, so viel gibt's hier nicht. So. Aber so. So. Jetzt. Jetzt aber. Schiff Setup. Miscellaneous. Food. Zitrus, Zitrus. Melone, Melone, Melone. Melone. Was ist das? Rum. Nein! Deko, Deko hier. So, Picture Blood. Picture Island. So ist das schön. Machen wir hier noch eine Lampe rein. Da auch. Da auch. Da auch. Man kann nie genügend Lampen haben. Order Wall. Nimm man denn da? Ne? Hülle. So, ich hatte gerade die lustige Idee, dass wir irgendwann hier. Ja, ist mir bewusst. So.
So, dann machen wir hier. So, und so. So, und schon haben wir ausgebaut. So, jetzt brauchen wir nämlich nur noch, nee, Hülle, Deko. Hier, da. So. Ja, ist irgendwie jetzt gerade so ein bisschen. Ich weiß es auch nicht. Das sieht jetzt irgendwie eher so ein bisschen. Ja, wie sieht denn das aus? Doof. Ja, das sieht definitiv doof aus, aber. Ach ja. Damit habe ich jetzt aber auch irgendwie wenig Aktien. So, aber ich wollte eigentlich unser Schiff erweitern. So, und jetzt haben wir nämlich hier mehr Raum. So, mehr Laderaum. World Map, Schiff, Setup, genau, Food. So, dann können wir nämlich hier noch ein bisschen mehr von dem Obst lagern. Und ich mache mir jedes Mal hier das weg, aus irgendeinem Grund. So. Nein, das ist doof. Okay. Ja gut, okay. So. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall. Ah nee, das geht nicht. Hülle. Da muss die Hall hin. Dann. So. So. Können wir hier irgendwo so ein Ding wegnehmen? Ja, hier. Blob, weg. Brauchen wir nicht. Ah, ich mach das mal verkehrt. So. Ja, finde ich gut. Okay. Also zumindest die Form hat irgendwie sowas. Wir könnten das auch noch weiter erweitern. Ich möchte ein möglichst großes, langes Schiff haben. Das sieht irgendwie jetzt aus wie so ein Schuh. Wir nennen das Schiff El Schuh. So. Ab. Zur Insel. Genau, wir machen ja jetzt die. Wir holen uns jetzt die ganzen Schätze. So. Okay. Warum ist auf dieser Insel nichts? Ach, das sind die Spinnen. Ah, Spiders. Las Spider Island. So. Was war das? Tribal Blessing. Hey, mal was Positives. So. Sollte nicht auf dieser Insel jetzt irgendwie ein Schatz sein? Ah nein, nein, okay. Okay. Was machen wir? Da kommen wir dann wieder da zurück. 2, 2, 2. Ja, nee, wir fahren dahin. Ja, wir fahren dahin, sobald wir mal Crew. So. Alle zurück ans Schiff. Ach ja, wir haben schon eine
Wir haben schon eine lustige Crew. So, World Map und jetzt ab dahin. Wenn uns der Pirat jetzt dazwischen kommt, dann nehmen wir den auch noch mit. Brauchen hier neue Wände. Also kaufen wir bei der nächsten Gelegenheit. Engage them. Wusste ich's doch. Du Sohn eines Biskuitessers. Zehn Sekunden. Okay. So, das wäre auch erledigt. So, und jetzt geht es. Wie kommen wir denn hier hin? Hä? Haben wir da doch einen Schatz? Den wir nur mal wieder nicht gefunden haben. Jetzt habe ich gerade mal nur die Crew ausgewählt, die auch wirklich auf die Insel gehen soll. Eigentlich hätte ich das, glaube ich, irgendwann schon mal vor, aber. Nee. Ich finde hier kein X. Ja. Keine Ahnung. Noch nie hat ein X eine wichtige Stelle markiert. Ach ja. Ich finde es ganz schön. Jetzt haben wir hier so ein paar Bilder. Genau. So, jetzt haben wir hier gleich jetzt so. Ist so geil, wie die ganze Scheiße immer so im Weltflug. Tut, tut, tut. Ja, okay. Haben wir denn hier was? Auch nichts. Fühle mich hier so leicht. Hier soll doch angeblich ein Schatz sein. Ach, das macht ja schon fast im Alleingang. Ja, macht er auch. So. So. Dann nehmen wir mal wieder le Schaufel. Oh, toll. Ich habe irgendwas eingesammelt. Ja. Boah, da dauert das lange. Lala. Da wirst du ja komplett narrisch. Aber ich glaube auch der Hunger geht hoch oder die Moral geht runter. Duck me up a coconut. Ja, okay. Einmal probieren wir es noch und dann fahren wir auch einfach weiter. Aber ich muss auch sagen, die Folge ist jetzt auch schon fast zu Ende für dieses Mal wieder. Und dementsprechend warten wir gerade nur noch mal, bis das hier fertig ist. Und dann sage ich auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal bei Pixel Piracy. Aber wir gucken noch mal. Oh, no treasure here. Ja, das. So.
Ja, wir wechseln nochmal wieder von der Shovel wieder zur Falcon Blade zurück, zahlen allen unseren Piraten ihr gutes Gehalt. Ich weiß ja nicht. Gehälter? Ja, so. Und ich würde sagen, und wäre ich hier gerade nochmal die Stats aufbessere, würde ich sagen, das nächste Mal. Also das ist jetzt so mein Plan. Wir sind ja jetzt schon ganz gut mit dabei. Das nächste Mal holen wir uns noch mal so ein, zwei Inseln. Also die Schätze, die da drauf liegen, diese mit X markierten. Und daraufhin würde ich sagen, versuchen wir es in der Tat mal, uns mit einem der legendären, uns auf den Weg zu machen, einen der legendären Piraten in den Arsch zu treten. Ich weiß nicht, wer es sein wird. Ich würde sagen, die Wikinger, weil wir da in der Nähe sind. Oder, naja, wir fahren jetzt noch rund und dann gucken wir mal, bei wem wir in der Nähe sind. Auf jeden Fall, dann machen wir uns, dann nehmen wir uns vor, richtig fiese Möpse zu sein und paar Piraten den Hintern zu versohlen. Bis dahin, auf Wiedersehen, ciao!